wir machen weiter mit dem Before Start Procedure. So, und da müssten wir jetzt mal Richtung Overhead Panel gucken. Und die Auxiliary Pumps hier, 1 und 2, auf On stellen. Dann stellen wir den Stabilizer ein, wie wir ihn brauchen. Dazu gehen wir erstmal hier, gucken wir hier bei, ne, bei der Stabilizer ist ja hier schon zu sehen, genau. Wir brauchen den Stabilizer auf 6.3. Dann stellen wir den mal ein, den Stabilizer. Soll dann im grünen Bereich sein. So, jetzt ist er schon mal im grünen Bereich. Muss noch ein bisschen hier warten. Jetzt. So, 6.3. Passt. Türen können wir noch nicht schließen. Wir gucken mal, wie es außen aussieht. In 2 Minuten müssten wir hier auf Block gehen. Die Parkposition verlassen. Die haben aber noch da noch ein Frachtstück, was rein muss. Aber das ist das letzte. Dann jetzt hinten sind sie soweit durch. Gut. Komm, jetzt lade das letzte Frachtstück auf, dann kommen wir gleich raus. Wir machen schon mal starten schon mal die APU und machen das Beacon schon mal an. So. Also, Richtung Overhead Panel gucken. Beacon on. Und APU. Was denn? So, letztes Mal, als wir mit der geflogen sind, habe ich irgendwas falsch gedrückt. Da hatte ich dann. Ich glaube, genau, war er. Da hatte ich nämlich hier auf on gedrückt und dabei habe ich hiermit aber die APU Bleed angeschaltet, sondern hier müssen wir die APU irgendwo starten, da APU Power. So, genau, Available blinkt jetzt. Ah, ne, halt! Das, ne. Müssen wir hier die APU starten? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, wie das war. Egal, aber wenn wir hier drauf drücken, starten wir die ja auch, weil hier ist gerade steht, APU Start Stop. Na naja, gut. Also können wir sie auch starten. Also, wir können es ja immer mal probieren, mal da oben drüber zu starten. Aber letztes Mal habe ich, als wir das letzte Mal mit der geflogen sind, der MDL, habe ich glaube ich hier auf APU gedrückt, mich gewundert, wieso nichts passiert ist. Dabei war es einfach nur, dass ich hier die APU Bleed einfach nur anschalte. Wenn die APU da ist, kann die External Power weg. Und wir machen gleich auch das APU Bleed dann an. So, gucken wir nochmal kurz außen vorbei. Dauert ja einen kurzen Moment, bis die hochgefahren ist. Letzte Fracht ist jetzt auch drin. Ich muss jetzt noch den Highloader abbauen, dann können wir jetzt schon mal die ganzen Türen auch schließen. So. Richtig cool, dass man halt dann von der Außenansicht hier direkt in diese Innenansicht und so weiter springen kann. So. Wir gehen auf Cargo Doors und alles, was auf ist, wird geschlossen. Und gehen nochmal nach außen, vorne schon mal den Pushback an, Steuerung F12. Prepare for Pushback and Departure. Wir wollen den. Na? Das fragt er gar nicht, in welche Richtung. Da kommt es gleich noch. Ich will die Tür noch nicht zu haben. Sollen wir aber erstmal hier vorne links die Tür zu machen. Machen wir gerade mal. Vielleicht weil die Tür noch nicht zu war. So, arm all. Die Tür war noch nicht zu, deswegen können sie nicht armen. Immer noch nicht. Jetzt sollten wir sie aber armen können. All doors armt. Wunderbar. Machen wir nochmal Steuerung F12. Activate Ground Services. Prepare for Pushback and Departure. Nein, er fragt einfach nicht. Komisch. So, was haben wir denn jetzt? 8 Uhr 28. Gut, wir müssten jetzt also dann raus. Wir sind ja auch fast so gut soweit fertig. Nur wieso? Nochmal Activate Ground Services. Wer ist der da noch irgendwie, weil der noch unterwegs ist? Da geht es noch nicht. Dann lassen wir erstmal wegfahren. Machen wir mal noch das Ganze hier fertig. Auxiliary Pumps sind on Stabilizer Set, Doors and Close Beacon is on, APU läuft. Gucken wir mal. APU ist on, das heißt die External Power geht off. APU Bleed geht on und hier oben ist APU. Ach, guck mal, da kann ich aber gar nichts drücken. Warte mal. Ne, wir wollen es nicht auf Manual, es muss auf Auto sein, weil eben hat es hier geblinkt. Vielleicht weil ich da auf APU Generator gedrückt habe. Also wir starten am besten die APU immer hier rüber. Wir haben ja jetzt ja auch APU Power. So, dann disconnecten wir die Ground Power. Und die External Air. Probieren es nochmal. Steuerung F12. Das machen wir einfach gleich Reset Position, dann soll es ja funktionieren. Okay, weil der ist jetzt auch auf seine Position gefahren. Dann machen wir halt Activate Ground Services, Reset Position. Nochmal. Steuerung F12, Activate Ground Services,
Prepare for pushback and departure. FedEx. Und wir wollen die Nase nach rechts und das Tail nach links. Und kein Engine Start vom Pushback. Genau, wir müssen ja nämlich dann in diese Richtung da rollen. Wir haben zwar jetzt keine Rollanweisung vom ATC, aber wir müssen einfach selber gucken, wie wir da am besten dahin rollen. Also ist es dann irgendwie hier runter, hier rum. Sollte aber eigentlich recht einfach zu finden sein. So, machen wir nochmal schnell, während die jetzt den Pushback-Truck connecten, die Before-Start-Checklist. Before-Start. Windows and doors sind closed and locked. Parking brake is set. Beacon ist... Beacon is on. Engine ignition. Machen wir Engine ignition A. Gut, habt ihr es gesehen, da wir hier die Systems hier für Air auf Auto haben, sind jetzt alle drei Packs automatisch auf Off gegangen, weil wir die ja off sein müssen für den Triebwerksstart. Fuel Panel ist auf Auto, Air Panel ist auf Auto, genau, weil sonst wäre jetzt hier, was wir auch machen müssten, die Packs auf Off. So. Anti-Ice lassen wir off, Air Panel ist auf Auto, APU. Ah ne, das ist schon die After Start. Genau, Before Start Checklist completed, wir sind also soweit für den Engine Start. Starten in der Reihenfolge 312 dann, die Triebwerke, also erst am Tragflächen, dann am Heckdreh. Und warten jetzt noch auf den Beginn vom Pushback. Okay, wir können die Parkbremse lösen, dann machen wir das auch direkt. Ich mach's aber über die Punkte, das ist einfacher. So. Wunderbar, wir haben die Freigabe von Triebwerksstart, können also hier am besten mal in diese Ansicht gehen und starten erstmal die 3. Und so kann man halt hier perfekt jetzt hier auch diese Tasten hier bedienen. Manchmal war es ja so, da war irgendwie sowas hier ein bisschen so nicht so gut sichtbar hier zum draufklicken. Aber jetzt kann man hier alle wunderbar sehen. Also aus irgendeiner vordefinierten Ansicht konnte man, glaube ich, weiß nicht, die 1 oder 2 oder so, wo man nicht so gut draufklicken konnte. Und jetzt kann man hier wunderbar draufklicken. So, das Triebwerk fährt hoch. N2 ist jetzt auch schon hoch genug, um hier das Kerosin dazuzugeben. Na guck mal, jetzt geht auf einmal sogar noch mehr Licht an. Ist das das Dome Light? Nee. Aber das Licht ist auch immer viel heller geworden. Das ist Thunderstorm Light jetzt nochmal. Dass es viel heller geworden ist, als das Triebwerk jetzt läuft, haben wir jetzt das, weil wir nochmal mehr Energie jetzt haben oder so, wahrscheinlich mehr Strom. Und ihr seht hier, die Fuel Pumps gehen halt dann automatisch alle auf On, wenn sie dann gebraucht werden. Weil wir halt das ja alles auf Auto eingestellt haben. So, starten wir mal Engine 2. Nein, nicht Engine 2, halt Engine 1. Engine 3 ist ja jetzt schon stabilized. Wenn ich hier auf der Ansicht habe, hier habe ich das Lower Overhead Panel nochmal näher in der Ansicht. So, gucken wir mal kurz aus. Und der Pushback Truck schiebt uns schön zurück. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wo hier die Taxiway-Linie ist. Das ist die da, ne? Dann hat er noch ein bisschen was zum Schieben. Schöner großer Pushback Truck hier, schön in Gelb. Und der FedEx-Lackierung sieht ganz nice aus. So. Wir müssen uns aber mal hier um den Triebwerksstart kümmern. Muss das Kerosin schon dazugeben? Ne, machen wir jetzt mal. Damit Engine 1 dann auch wunderbar hochfahren kann. Und dann kommt noch gleich die 2. Läuft ja schon mal alles hier wunderbar. Und dürfen gleich nicht vergessen, halt das Licht noch auszumachen. Wechsel gerade hier schon mal die Frequenz, nicht, dass wir später die ganze Zeit vom ATC dann hören zu hören bekommen. Sie hatten aber keine Startfreigabe und sowas. So, jetzt kommen noch die 2. Das letzte Triebwerk starten wir jetzt auch noch. Ja, man sieht noch, steht noch Fuel off, weil wir hier den Fuel Lever noch auf off haben. Warten da bis N2 ungefähr 15% ist und dann haben wir das Fuel dazu. Also den einmal auf on und dann steht hier auch Fuel on. Dann seht ihr hier einen Fuel Flow, wie viel Kilogramm Fuel pro, ich weiß nicht, pro Stunde, glaube ich, ist, da verbraucht werden. Ui, wie pusht der uns denn? Bisschen schräg hier auf die Linie, aber gut, egal. Oder geht die hier um die Kurve vielleicht sogar? Das kann sein, weil die hier um die Kurve ging, ne? Ah, genau, das ist, der hat uns nicht schräg auf die Linie gepusht, der hat uns wunderbar drauf gepusht, so wie wir es von GSX kennen. Da haben wir echt immer wunderbar schön von dem Pushback-Truck hier auf die Linie gepusht. Das sieht halt vom Cockpit so aus, weil die hier gleich um die Kurve geht, dass wir halt nicht gerade auf der Linie stehen. So. Aber GSX pusht uns ja immer wunderbar. So, Parking Brake Set. Und Engine 2 ist auch gleich wunderbar hochgefahren. So, wir kümmern uns mal um die After-Start-Sachen. APU Bleed kann wieder off. Dann die APU kann off. Sollte jetzt, glaube ich, den... Genau, es steht hier schon, ist schon off.
Also ich mache das, wir starten und machen die immer aus jetzt über APU Power. Einfach links klickt drauf zum Ausmachen, das dauert halt kurz, sie hat dann einen Cooldown und dann irgendwann geht es available weg, wenn die dann komplett aus ist. Und Ignition geht auch wieder auf. Also immer hier links klickt einfach die Ignition, die ihr ausgewählt habt. Okay, wunderbar. Da läuft er weg. Pushback Truck fährt weg. Sehr gut. Und wir machen mal die After Start Sachen. After Start Checklist. Anti-Ice bleibt off, Air Panel ist auf Auto, APU ist off, sie geht gerade aus. Hydraulic Panels auf Auto und Ground Equipment and Gear Pin ist removed, Pushback Truck fährt weg, passt. So, machen wir Before Taxi Sachen. Wir stellen mal die Flaps ein auf die Stufe, die wir später jetzt gleich brauchen. Also auf die 22 Grad, die wir eingestellt haben. Das war jetzt zu weit. So. Und checken wir die Flight Controls. Okay, wunderbar. Das ist Handsignal. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Und wir gucken mal bei den Flight Controls. Genau, das können wir gerade mal hier machen. Müssen da... Ist das Status gewesen? Nee, das... Das Config. Aber ich kann gerade irgendwie nicht draufklicken. Gehen wir in diese Ansicht. So, Config. Ja, Config war Configuration für Flight Control. So, einmal Full Left. Checked. Full Right. Checked. Dann Full Up. Checked. Full Down. Neutral. Checked. Rudder. Full Left. Full Right. Neutral. Rudder. Checked. Wunderbar, wir sind fertig. Die Flight Controls funktionieren. Ah, nee. Ach, falsch. Ich habe hier After Start stehen, aber das sind die After Start Items. Flaps einstellen und Flight Controls checken und dann kommt die After Start Checklist. Habe ich jetzt gerade vertauscht, aber gut. After Start Checklist ist schon completed. Dann können wir jetzt die Nose Light. Welches ist es? Das ist dieses hier. Muss man mal aufpassen, weil ich habe schon mal hier das Landing Light Right on gemacht und habe mich gewundert, wieso das in der Nose Light nicht auf Taxi ist. Aber es ist bei dem Flugzeug so, dass hier die Landing Lights für die an den Tragflächen hier sind und hier das Nose Light und nicht das hier das linke. Weil ich dachte nämlich, hier wäre das linke Licht für die an den in der Tragfläche, hier das rechte und hier in der Mitte dann das Nose Light, aber das ist nicht so. So, Taxi Light ist on. Da seht ihr, da leuchtet es, wunderbar. Und dann, ja, lösen wir die Parkbremse, rollen mal los und machen die Taxi-Checklist. So, hier unten seht ihr zum Beispiel noch, hier unten muss ja dann die Green Box sein, dass wir wissen, dass alles bereit ist für den Start. Aktuell stehen noch Spoilers, weil wir die noch armen müssen, aber dazu kommen wir noch. So, Taxi-Checklist. Flaps 22. Spoilers. Kommen wir schon zu. Armen wir. Oh ne. Weiß gar nicht, was ihr jetzt gesehen habt, aber ich habe ausgesehen auf Steuerung und Raute-Taste gedrückt, anstatt Shift und Raute-Taste. Deswegen kam gerade bei mir das Hilfemenü vom FSX, geht dann auf mit Steuerung und Raute-Taste. So, Shift und Raute-Taste, dann sind die Spoilers gearmt. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch diese Green Box da. So, wir rollen jetzt einfach mal hier so lang, wie wir denken, dass es. Richtig ist. So. Dann, Flight Controls and Check. Stabilizer Trim is set 6.3 Units. Und Takeoff State Data is confirmed and set. Haben wir hier, wie ihr seht, auch im PFD drin. Da sind die ganzen V-Speeds. So, wir können hier mal wieder. Ich weiß, was davor da drin war. Genau, Engines hier mal wieder einstellen. Rollt einfach mal geradeaus, dann vorne irgendwo links. Guck mal, da kommt gerade eine 767 rein. Keine Ahnung, die fliegt irgendwie gerade so im Queranflug, glaube ich, gerade rein. So. Das nächste ist dann die Before Takeoff Checklist. So, was wir gerade noch machen können während des Textings sind folgende Sachen. Was wir immer machen müssen, ist das Licht mal aus. Und hier diese Beleuchtung, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Machen wir ganz mal aus. Das gleiche gilt auch hier für diese Beleuchtung. Die ist an, die ist nicht an gewesen, so, die ist aus. Genau, also hier über diese schwarzen Drehschalter könnt ihr so die Beleuchtung so, ja, so Beleuchtung von Instrumenten so von Licht so oben drauf anmachen, wie zum Beispiel das jetzt hier. Und mit diesen weißen Drehschaltern halt die Hintergrundbeleuchtung von der Schrift und so. So, kann man jetzt gleich auch außen schon alles viel besser erkennen, wenn die andere Beleuchtung alles aus ist, diese allgemeine Beleuchtung. Wir müssen jetzt gleich links rum. Und machen mal folgendes, wir drücken mal hier den, wo ist er denn, erstmal den Nav-Button und den Profile-Button, so,
dass wir jetzt dann halt das so haben, dass halt das Flugzeug dann nach dem Start automatisch halt dann die Flugstrecke entlang fliegt. So. Und dann müssen wir nochmal Autoflight drücken. Ganz großen Button da, ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Das ist auch ein Flugzeug, was vorhin gerade rausgegangen ist. So. Hier einmal Autoflight. Auch kurz drücken. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob der Autopilot dann sogar automatisch angeht. Wir werden es dann sehen. Aber ist schon ein bisschen zu lang her. Seitdem ich das letzte Mal mit dem Flugzeug geflogen bin, dass ich das jetzt noch weiß. Aktualisieren nochmal die Altimeters, aber hat sich nichts getan. 3003 ist immer noch die aktuelle Einstellung. Und wir rollen jetzt gleich rechts lang. Und dann rollen wir eigentlich schon genau an der Startbahn, die wir gleich nutzen, dann entlang. Jetzt geht's gerade hier genau gleich da. Genau, wir sind jetzt hier schon da Richtung Wasser rausgerollt. So, jetzt drehen wir einmal ein. Schön rum. Schade, dass hier nicht so die Taxiways nochmal diese, die gelbe Linie nicht nochmal so eine, jemand noch nicht, keine grünen Lichter so hat, dass man nochmal genau da die Linie sieht, aber geht ja trotzdem. Hey, kommt die 767 da echt so im Queranflug rein? Guck mal hier, weil die jetzt gerade schon recht niedrig ist, die Fliege ist so quer. Ah nee, die landet auf der 04 Right. Ach so, ja gut, stimmt, ja gut, die kann ja da gut landen, wenn sie da vom Meer rauskommt. Gleich nochmal hier ein Überflug über uns drüber. 767-300, keine Ahnung, welche Airline. Auch nice gerade. So, nice United. Puh, wahrscheinlich aus San Francisco könnte sie kommen oder irgendwie sowas. So, warte mal, was stand hier gerade? Dauert jetzt kurz, bis wir die... Warte mal, vielleicht kann ich aus einer anderen Ansicht das schneller machen. Was stand auf dem roten Schild? For right approach. Ja, vielleicht, wenn man hier anhalten muss, wenn so ein Approach da ist, wobei bei uns ja jetzt ja durch. Aber da muss man hier anscheinend normalerweise anhalten, wenn da ein Approach ist. So. Before Takeoff Checklist. Dann müssen wir die External Lights anmachen, dann Takeoff. Genau, Takeoff nochmal kurz als nochmal Wiederholung, wie das hier genau abläuft bei dem Flugzeug. Muss ich mir selber nämlich auch nochmal wieder in den Kopf rufen, wie das genau funktioniert, weil weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Da ist so Schubhebel so weit nach vorne, bis wir ein Klickgeräusch hören und dann steht hier im FMA, hier oben, Takeoff Thrust. Damit ist der Takeoff-Modus aktiviert und der Autofrust schiebt dann die Schubhebel in die Takeoff-Stellung, Takeoff-Thrust-Stellung. Also wir haben in dem Fall jetzt maximalen Schub. Und ein weiteres Klickgeräusch ist dann, wenn der Schub gesetzt ist, dann steht Clamp im FMA da oben. Oh, guck mal, da kommt schon das nächste rein. Von da links. Ordentlich was los hier noch, so kurz vor Mitternacht jetzt hier am Flughafen Honolulu International. Wir haben jetzt gerade ja, 8.41 Uhr UTC, das heißt 23.42 Uhr jetzt Ortszeit. Und genau, so kurz vor Mitternacht starten wir dann hier. Aber bis das Flugzeug hier rüberfliegt, sind wir ja schon lange weg. Also halt schon da vorne. Ja, so, ja, und was wir halt beim Start auch noch machen, ist halt, dass wir gucken, dass erstmal die Triebwerke natürlich stabil laufen. So. Ja, ich habe den ganzen Schub jetzt auch ein bisschen so auf die eine Einstellung gelassen. Jetzt haben wir es immer weiter ein bisschen beschleunigt. Das geht ja nur geradeaus, können wir ruhig ein bisschen schneller ja mal rollen. Also mitten im Meer ist jetzt hier die Startbahn. Taxi-Speed gerade fast 40 Knoten. Machen wir aber jetzt mal langsam, müssen wir gleich hier links. Und lassen die auch noch... Ja, da starten wir noch vor der, keine Ahnung. So. Ja, heute einfach mal selber hier den Weg zur Startbahn gesucht. So, die nehmen wir nicht links, aber dann die nächste, da hinten den Rollweg links. Dann sollten wir auch die komplette Startbahnlänge ausnutzen können. Noch zur Ramp. Wir würden nach rechts gehen, wollen aber nicht zur Ramp. Wir kommen ja von der Rampe. Wir wollen zur Startbahn. Wie das ja cool aussieht mit diesem Landing Light. Das kommt uns wirklich jetzt gerade so genau entgegen. So, dann haben wir schon die Startbahn vor uns. Also heute da jetzt kein Funkkontakt mit dem Tower. Wir müssen mal gucken, was er uns in Phoenix für eine Landebahn gibt. Wenn wir dann nicht auf die 25 Left wechseln können, werden wir trotzdem auf der 25 Left dort landen. Ich habe gesehen, dass die von FedEx die Maschine dann auch da, also die ich auf Flightradar24 da gesehen habe, dann auch auf der 25 Left gelandet ist. Deswegen landen wir da heute auch. So, dann gucken wir mal. Wir machen die Before Takeoff Checklist. Da, wir gehen folgende Lichter einfach mal an. Einmal hier das Landing Light komplett an, das Nose Light geht auf Landing, Runway Turnoff geht an, Navigation Light war an, wir machen das High Init Light, also das Strobe Light an und machen die
Ah ne, erst die Before Takeoff Checklist und dann die External Light. So, egal. Before Takeoff Checklist, EAD ist checked. High Ignition Light, Landing Lights sind on. Gut, hätten wir eigentlich davor machen müssen, deswegen passt eigentlich, dass es so rum ist. Keine Ahnung, wieso ich mir andersrum aufgeschrieben habe. Hydraulic Panels auf Auto, Air Panels auf Auto und Weather Radar bleibt jetzt mal off, auch wenn es hier on steht, lassen es mal off. Und Transponder ist auf TARA. So, wir sind fertig damit. Also es geht aber auf die Bahn. Der Approach Sektor sollte ja hoffentlich frei sein, da ist ja kein Flugzeug im Anflug. Ihr seht, die ganzen Lichter sind an. Wunderbar. Strobe Light blitzt auch. Ab auf die Bahn. Mit der schönen alten Dame der MD-11 in der Freighter-Variante hier von FedEx für den heutigen Flug. So, dann starten wir mal hier auf dem Flughafen Honolulu. So. Ich bin ja einmal hier, habe ich ja einmal einen Flug hier gemacht, wo ich ein englisches Video vom FSX gemacht habe. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwie kurz bevor dieser Flug hier online kommt, ist irgendwie einen Monat davor oder so. Wahrscheinlich im Dezember 2016 hochgeladen haben oder so. Und genau, da bin ich ja hier mal nach Honolulu geflogen, aber das war ja damals in den englischen Videos vom FSX. Wobei ich die jetzt ja auch nicht mehr mache, weil ich ja da keine Zeit mehr zu habe. Da werden auch keine Folgen mehr kommen, keine englischen Videos mehr vom FSX. Aber ich weiß gar nicht, ob wir sonst irgendwann mal hier im Let's Play schon mal... Kann sein, dass wir irgendwann mal hierher geflogen sind, aber es ist schon ewig her. Auf jeden Fall, kann sein, dass wir schon einmal hier am Flughafen waren, aber es ist auf jeden Fall echt schon ziemlich lang her. Und damals hatte ich auch kein Add-on hier für den Flughafen verwendet. So, wir sind soweit für den Takeoff. Gucken also, erhöhen den Schub auf 45% in 1. Und dann verläuft es, wie ich es eben gesagt habe. Also dann würde ich sagen, los geht's, ab nach Phoenix. So, wir gucken schön, wie der Schubleistung sich erhöht. Ist schon auf über 45% in 1. Triebwerke sind stabilized. So, da war das Klickgeräusch. So, 80 Knots, wunderbar, checkt. Flugzeug beginnt zu beschleunigen. Genau, wackelt, vibriert hier wieder alles. Durch die AdStore-Kamera ist es ja so konfiguriert. So, wir haben V1 erreicht. Und gleich Rotate. Und Rotate. Es geht ab in die Luft. Und ja, Flug wird schon wieder ruhiger. Wir sind jetzt in der Luft. Positive Rate. Fahrwerk fährt ein. Wir machen hier mal Decrease. Und beginnen jetzt sofort mit dem Right Turn. So. Genau, fliegen jetzt hier Richtung Meer raus, weil wir jetzt halt liegen. Da kommen wir sogar gerade recht turbulent. Guck mal, sieht man, jetzt ist eigentlich das erste Mal, hier, wo ich bei AdStore-Kamera euch das zeigen kann. Gut, ist auch der zweite Flug, wo wir das hier im Let's Play verwenden können. Aber gerade hat sie so ein bisschen gewackelt. Ich weiß nicht, ob es gut erkennen konnte, weil außen war es, ist ja auch noch dunkel. Da hat man schlecht irgendwie so Anhaltspunkte draußen. Aber, da hat man ja schlecht so Anhaltspunkte aus, machen wir nochmal Autoflight. So, Autopilot ist jetzt an. Da hat man ja schlecht Anhaltspunkte so draußen und kann es so schlecht so nicht so gut abschätzen, wie wenn es zum Beispiel hell ist. Aber jetzt auch nochmal, seht ihr hier, fliegen hier anscheinend durch leicht turbulentes Wetter gerade. Und da sieht man richtig, wie es halt jetzt hier so, wie man hier so hin und her gerüttelt wird, hin und her geschüttelt wird. Da hätte ich die Flaps doch nochmal. So nochmal aus, warte mal. FMS-Speed müssen wir noch drücken. So. Das ist dann beschleunigt. Habe ich das nirgendwo aufgeschrieben? Oder kommt es erst danach? Genau, wir müssen nämlich auf jeden Fall noch FMS-Speed drücken. Und ab 1500 Fuß übernimmt er auch Profile. Hat er jetzt ja schon. Sollte er zumindest. Alter, ist ja echt gerade ordentlich turbulent. Ne, jetzt haben wir das Profile. Habe ich irgendwie vorher nicht richtig gedrückt, genau. Und, genau, muss ich auch noch so ein bisschen. Mich noch ein bisschen vertraut machen mit der Autopilotensteuerung hier. Aber jetzt passt ja alles. FMS-Speed haben wir, er fliegt die Flugstrecke ab und wir steigen auf 35.000 Fuß.